Hi Leute, in dem Video geht es darum, warum ich mich nach 5 Jahren Rohkost nicht mehr komplett rohköstlich ernähre, warum ich wieder manche gekochte Lebensmittel mit in der Ernährung drin habe und wie du das auch machen kannst, was du dir da eben rausnehmen kannst, auf was ich besonders achten würde, wenn du gekochte Lebensmittel isst. So, und zwar, ich habe mich die letzten 5 Jahre eigentlich komplett rohköstlich ernährt. Außer es weiß mal halt Sachen wie Nüsse oder Gewürze, wo ich jetzt nicht immer weiß. So, wenn ich es wusste, habe ich es meistens nicht gegessen. Aber bei manchen Sachen weiß man ja nicht, ist es jetzt komplett roh. Es sind auch nicht die Mengen, die da irgendwie ausschlaggebend sind. Das nehme ich gleich mal vorweg. Das ist nämlich ein super, super wichtiger Punkt. Weil viele achten dann nur so auf, hey, 100% roh, 100% und sind dann nur in so einem Label-Dogma-Denken und haben da so einen Balken vorm Gesicht. Und es ist immer ein ganzheitlicher Prozess. Du wirst nicht erleuchtet oder sonst was, wenn du dich von 100% Rohkost ernährst oder ja, dich einfach nur anders ernährst, wenn du dich gesund ernährst. Ja, es macht viel. Es ist ein großer und entscheidender Faktor für deine Gesundheit. Aber wenn die anderen Faktoren fehlen, dann bringt das auch nichts. So, alle Faktoren müssen in einem gewissen Maß an Bord sein. Ja, sonst hast du am Ende einen 500 PS Motor wie beim Auto und dann fehlt dir ein Zahnrad, ein kleiner Baustein und du bringst das Ganze nicht auf die Straße. Und ja, oft wird dann nämlich so sehr auf die Ernährung geschaut. Aber Ernährung ist halt ein Aspekt, ist ein wichtiger Aspekt. Aber wenn du dich gar nicht bewegst, wenn du den ganzen Tag drinnen hockst, schlechte Luft atmest und keine Körperübungen machst, völlig unter Anspannung bist, wie auf so einem Zahnarztstuhl, wo du innerlich einfach durchgeschwitzt bist und innerlich wirklich immer in so einer Anspannung bist, so dann ist es auch egal, was du isst. Und viel wichtiger dann, wenn man sogar beim Essen ist, ist nämlich auch, wie du isst, was und wann du isst. Wenn du einfach nur schaust, dich immer roh zu ernähren, aber du isst, wenn dein Körper dir eigentlich gerade sagt, hey, jetzt nicht, jetzt habe ich keinen Hunger. Oder umgekehrt, wenn dein Körper gerade Hunger hat und du isst nichts, dann ist es überhaupt nicht förderlich für deine Gesundheit. Und drum ist es super wichtig, sich nicht an solchen Labels dran zu hängen. So, dieses Gesamtbild ist viel wichtiger. Und dann braucht man nicht irgendwie Feintuning zu machen, da noch irgendwie ein paar PS mehr aus dem Motor rauszuholen, wenn einem dieses Zahnrad fehlt, um das Ganze auf die Straße zu bringen. So, erstmal dieses Gesamtkonzept auf die Reihe bringen. So, das mache ich auch immer in der Zusammenarbeit. Das ist so das Wichtigste in der Beratung, so, weil, ja, ohne jeden Aspekt, so, der zumindest mal halbwegs stimmt, kommt halt erstmal gar nichts auf die Straße. So, das mal vorweg. Ein bisschen längere Einleitung. Aber jetzt, was habe ich gemacht nach 5 Jahren? Im Grunde habe ich gemerkt, so am Anfang habe ich mich auch viel zu sehr von Früchten ernährt, viel zu sehr von gezüchteten Früchten, viel zu viel Trockenfrüchte in der Rohkost drin gehabt, was dann halt auch sehr auf die Zähne geht. So, das habe ich dann gemerkt. Dann habe ich die Ernährung wieder mehr grün eingebaut. Ja, grün, bisschen dichtere Sachen, so. Und dann war ich im Winter halt immer auch im Warmen, so. Da hat das ganz gut funktioniert mit Rohkost. Also ich war 2-3 Monate im Warmen dann. So, in Deutschland merke ich halt einfach, einmal ist in Deutschland allgemein die Lebensmittelqualität sehr, sehr schlecht, so. Es fällt einem unglaublich schwer, gute Qualität an Lebensmitteln zu finden. Natürlich sind überall Supermärkte,
Natürlich bekommt man irgendwo was zu essen, aber die Qualität ist halt sehr schlecht. Und gerade bei Früchten, gerade bei Obst, Gemüse im Winter wirkt sich das sehr stark aus. Und ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, ich wollte es nämlich eh mal testen, so weil sonst isst man sich immer kompensierter mit Fett und das Fett macht die Verdauung immer so träge, ist nicht so gut. Habe ich jetzt zum Beispiel, ja, mehr gedünstet. Regionale, saisonale Sachen, Kürbis, Pastinaken, Petersilienwurzel, einfach nur gedünstet so. Also große Schüssel Salat gegessen am Tag. Ich habe oft nur einmal oder manchmal zweimal gegessen am Tag, weil dadurch, das habe ich schon gemerkt, wenn man gedünstetes einbaut, ja, mir hat dann oft eine Mahlzeit gereicht am Tag. So, dann eine fette Schüssel Salat mit Feldsalat, Gurke, Spirulina-Pulver oder so drüber und ein paar Sesamsamen, sowas, also große Schüssel. Und dann zum Beispiel Kürbis, das innere Weiche habe ich immer reingeschnitten, so in Salat roh gegessen. Oder dann Pastinaken auch so reingeschält mit in den Salat. Und dann danach noch ein bisschen gedünstetes Gemüse eben mit Grünkohl manchmal dazu. Genau. Und da merke ich halt, es ist zum Beispiel, mich zieht es nicht so runter wie Fett. So, bei Fett fühlt man sich, Fett finde ich, ist immer das Maß, ist super entscheidend so. Ich finde es viel schlimmer, wenn man sich an Fett überisst. So Fett in den richtigen Mengen, Nüsse, Samen, Saaten, Avocado oder sonst was, in den richtigen Mengen, völlig in Ordnung so, komme ich super gut mit zurecht. Aber wenn der Körper gerade sagt, gerade will er kein Fett und man isst dann zu viel Fett, dann ist es halt mal schnell zu viel. Bei anderen Sachen, wenn man dann halt mal ein bisschen mehr Gemüse isst, dann ja, ist man nicht so geplättet nach dem Essen, wie wenn man sich mal überisst an Gemüse. Gedünstetem auch. So. Und das habe ich eben festgestellt. Und gerade im Winter, dadurch isst man halt viel mehr regional, viel mehr saisonal. Ich habe jetzt eigentlich wirklich immer nur auf dem Markt eingekauft. Und es ist halt schon was ganz anderes. Da merke ich halt, das ist viel, viel wichtiger. So, dieser Punkt immer, ja, regionaler, beziehungsweise immer frischer halt. So, umso lebendiger, umso besser. Das ist nämlich der eigentliche Punkt. So, wenn ich koche, würde ich darauf achten, dass ich es nicht irgendwie dann nochmal aufwärme. So. Weil man merkt halt, die Energie geht dann direkt raus aus dem Essen, wenn man es mal einmal gekocht hat. So, vorher war es noch lebendig. Aber ja, diese Lebendigkeit geht halt dann ziemlich schnell raus. Ja, viele Yogis sagen zum Beispiel, dass diese Energie dann eine Stunde nach dem Essen rausgeht, wenn man jetzt an sowas glaubt. Aber man kann es ja auch messen so. Ja, das ist ja einfach so, man hat den Körper und da ist eine Lebensenergie dahinter so. Und ja, zum Beispiel, wenn man tot ist, dann ist es ja genauso, dass die Fingernägel, die Haare noch wachsen. So, diese Energie ist also noch in einem gewissen Maße, in einem gewissen Zeitraum vorhanden und geht dann langsam raus. Und wenn du was kochst, würde ich darauf achten, das dann auch zu essen und nicht eine Woche lang aufzuheben, dann wieder zu essen. Da würde ich halt drauf achten zum Beispiel. Und dann lieber so frisch wie möglich, weil am Ende, wenn du irgendwas Rohköstliches isst, das aber 10 Monate irgendwo rumliegt und ja, das Fett ist eigentlich schon ranzig, auch bei Kokosnüssen oft, die halt herkommen. Es ist trotzdem nicht mehr so lebendig in dem Maß. Und das ist der Punkt. Da würde ich darauf achten, dass es wirklich noch lebendig ist, dass man es keimen könnte bei solchen Sachen. Und wenn man sowas Regionales, Kürbis, Pastinaken, Petersilienwurzel oder so sich dünstet, einfach direkt dünsten, essen. Ja. Und dünsten ist ja halt das Angenehmste. Wird nichts verbrannt. Nicht gebraten oder so. Man kann es auch in Öl ein bisschen anbraten. Aber ja, gesundheitlich würde ich es bevorzugen, dann eher zu dünsten so. Anbraten ist ja auch immer relativ. Manche braten es halt wirklich braun an. So Röstaromen, wie man so schön sagt. Ja, das würde ich eher meiden, so wenn man anbrät, halt nur ja, kleine Hitze nicht verbrennen eben. Genau. So, aber das sind so meine Erfahrungen damit. Schreibt gerne mal unten drunter, was eure Erfahrung mit gedünstetem Gemüse und so weiter ist, was ihr für gekochte Lebensmittel in eurer Ernährung drin habt. Jo,
Das war es aber erstmal für das Video. Wie gesagt, kommentiert mal gerne unten drunter, wie ihr das handhabt, ob ihr 100% Rohkost esst, was eure Erfahrungen sind und ja, bin gespannt von euch zu lesen und ansonsten euch noch einen schönen Tag und macht's gut, wie immer und bis zum nächsten Video. Ciao.